Hallo! Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted Among Thieves Part 24. Wir sind in der Mongolei, was übrigens nördlich von China liegt. Echt? Das hat mir der gute Roberto vorhin erzählt. Ach, der Roberto. Und mir vorgezeigt, was für eine Null ich in Geo bin. Ja. Er hat mir auch gesagt, dass Reykjavik nicht in Schweden liegt. Hä? Sondern das ist, wusste ich auch gar nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich habe mir den Part jetzt nicht angehört, aber er meinte, dass, ja, dass es nicht in, nicht in Schweden liegt. Weiß ich nicht, was ich da von Scheiß erzählt habe mal wieder. Habe ich wieder mal gesprochen, ohne nachzudenken. Aber so ist das ja öfter mal bei mir. Und ich habe wohl irgendwie gesagt, Mongolei ist ein Teil von China, irgendwie sowas. Mhm. Kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Aber er da. Lebt. Ja, oh, genau. Schade. Er lebt. Sie alle wahrscheinlich. Oh ne, 4. Du hast einen Schuss. Ja, du hast aber K4. Ne, du hast gar keine. Oh. Du hast gar keine. Dann lieber eine 4. Das ist aber der Typ gewesen, den du, glaube ich, in der letzten Folge schon umgebracht hast. Ja, ich glaube. Ein Schätzchen. Ich hab's nämlich gesehen. Ein alter, weiß ich nicht. Vergaser oder so. Oh, schade. Erlebt. Ich muss jetzt mal klarkommen, jetzt wieder hier. Ja, bitte reinkommen, ne? Ist nämlich schon eine Weile her, als wir das letzte Mal gespielt haben. So lange her schon, ja? Eine Woche? Oh, eine echt? Circa. Nee, länger. Nee. Erlebt. Ja? Nee, maximal eine Woche. Glaube ich. Länger nicht. Oh, no, so. So, ich trinke heute mal wieder eine schöne Mate. Nein. Doch, nein. Nein. Eine Mate trinken. Oh, Alter, das muss ich erstmal klarkommen, ja, ohne Scheiß. Ich habe wahrscheinlich das Ding jetzt gemacht, dass ich hier den einen. Das war sehr super. Alter, ich kann wirklich nicht. Ich hab, ich habe gar keinen Buch. Oh, verdammte Axt. Huch! Scheiße! Eva. Wir müssen. Ich sehe sonst nichts. Ja. Die gute Antivirus-Dingens hier. Nee, Tune-Up war. Hä? Ach nee, Tune-Up. Ah. Tune-Up hat gesagt, ich soll es kaufen, weil ist ja nur eine Testversion. Komm her. Da bin ich alles. Oh. Aber Tune-Up hat mir keine sehr guten Dienste erwiesen. Oh, die mit ihren scheiß Superhelden. Die Helden retten alle. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Direkt hinter dir. Ist eine Granate. Der ist auf dem Dach. Einer ist auf dem Dach und links. Ja, ich weiß. Die zwei sind, glaube ich, auf dem Dach. Stellt ihn, Kopf! Ja. Gegen den Kopf. Das, ah, genau. Ja, ja. Okay. Einfach mal rumballern. So kriegst du aber viele. 100 Kopfschüsse. Ne? Oh. Wow, wow, wow. Pass mal auf hier. Pass mal auf. Ey, ohne Scheiß. Vielleicht haust du den. Ja. Oh wow, das wird echt verdammt knapp. Das wird nicht. Komm, komm, das schaffst du. Das schaffst du, das schaffst du. Komm. Jawohl. Alter, versteck dich. Oh. Ja, komm, noch mehr. Fuck. Na dann los. Alter, ohne Kack jetzt. Ja, du bist wenigstens voll, bitte. Immerhin. Oh, ich bin jetzt irgendwie echt sehr sensibel, dieses Ding gerade. Du bist sehr sensibel. Ja. Du bist so hart heute. Yeah. Ja, immer noch. Nee, das wird runtergekommen. Oh, wow, fuck, wow, wow. Man, ihr Spaß. Das sagt man nicht. Wir senden um 17 Uhr. Oh. Zügele deine Sprache weit. Nee, aber eh. Ich weiß gar nicht, ob wir Zuschauer unter 18 Jahre haben. Das könnte jetzt gerne ziemlich mal interessieren. Wer unter 18 hier zuschaut, könnt ihr gerne mal in die Comments schreiben. Würde mich mal interessieren, aber ich glaube nicht. So. Ich glaube, laut Analytics sind meine Zuschauer im Alter von 18 bis 24. Da 80% sind 18 bis 24. Irgendwie sowas, oder? Irgendwie 16 bis 24, irgendwie sowas im Dreh. Alter, Leute. Okay. Ja, es kommen noch mehr. In der Mongolei sind viele, viele. Warum sind das eigentlich alles Russen? Ist halt so, Punkt. Nur weil hier dieser Lazarevich Russe ist, heuert er sich, weiß ich nicht, alles Russen an. Das ist doch. Oh. Das ist ein Granatwerfer. Kannst du, jawohl, richtig reingehauen. Das war mein Ziel. Kannst nochmal, hier, schön, genau.
So, die leben noch. Was ist denn los? Jetzt sind sie aber tot. Ja, ich wollte schon sagen, wie können die denn sowas überleben? Waffen, also ein Schuss. Hier, kann auch klettern. Nathan Drake. Nathan, ja. Na komm her, na komm. Ist das ja dumm. Und der überlebt trotzdem. Der Helm hat ihn gerettet. Da hinten explodiert es erstmal. Mhm. Da links. Oh, was kommt denn da? Schafft die bis dahin? Wow, weiß ich nicht. Probier's. Okay. Nee. Du hast 3 Schuss. Ich weiß, deswegen ja. Da ist noch einer. Einzel. Der kommt ran. Oh. Er ist durch den Schneesturm. Ist ein bisschen kacke jetzt. Oh nee, das ist schon wieder so ein Mega-Ding. Ah, das, kann, meine... das kann sein. Ah, wo ist denn die? Da? Nee, ist die runtergefallen? Da, ja. Hä? Jetzt. Was? Das könnten solche dicken Typen sein. Der eine war näher dran. Nee, ist ein normaler hier. Nee. Oh Mann, nee, es war auch normal. Also, er hat jetzt nicht so ein übelstes Gewehr gehabt. Okay, jetzt musst du nehmen. Einfach mal reinballern. Einfach das ganze Magazin verhülsen. In dem Kerl. In den Kerl. Ja. So. Du siehst aber durch den Schneesturm echt. Ja. Aber das ist gut, finde ich. Beschissen. Ja, naja, einerseits gut, andererseits sieht man halt auch beschissen. Aber schön gemacht. So, der hat kein Helm mehr auf, glaube ich. Doch, ich glaube schon. Oh! Okay, doch. Ja, ich dachte. Oh. Die ziehen immer viel ab, ja. Ja, ja. Das war's, aber glaube ich hier noch ist nicht. Meine F4. Ja, da hinten. Das ist nämlich jetzt Munition. Jetzt. Okay. Was war denn das jetzt? Durch den Schneesturm? Echt? Das ist aber cool. Ich will mich eigentlich hier gerne noch ein bisschen umsehen wegen Schätzen und so. Ihm ist ein bisschen kalt, würde ich mal behaupten. Nein! Oh. Ausgelettert. Ey, der kam jetzt aber unverhofft. Ich dachte jetzt. Ach so, ja, ich habe eh nicht verstanden. Ja, ich habe eh nicht verstanden, was das wollte. Du musst dahin wahrscheinlich, zum Feuer. Weil du sonst erfrierst, würde ich mal meinen. Deine Klamotten werden immer weißer. Echt? Und er läuft immer schwerer. Also solltest du dich eventuell beeilen. Ich weiß nicht, ob du sterben kannst dadurch. Ja, das stimmt. Es kann sein. Deswegen musste ich wahrscheinlich im Feuer aufwärmen. Weiß ich nicht. Okay. Gut. Zumindest war das bei Dead Space 3 so. Da konntest du sterben. Echt? Ja, ja. Da bist du draußen erfroren. Hast du auch so eine Anzeige gehabt. Das war halt außerdem. So. Die Frage musst du wahrscheinlich dahinter. Ne? Irgendwie oder da drüber. Ich klettere raus oder ich verblute hier. So. Ach, der wurde ja angeschossen, ja, von Chloe. Im schönsten. Okay, dann ist vielleicht doch nicht kalt. Weiß ich nicht. Aber die Klamotten werden halt weißer dann. Oh, da hinten. Ja. Schätzelein am Abgrund. Ja, ey, oh Scheiße. Jetzt hast du aber doch schon wieder ein paar ganz gute. Messer? Keine Ahnung. Ich habe gerade so das, aber es wurde ja schon in die Luft gejagt, also muss ich das ja auf jeden Fall nicht irgendwie nochmal hochjagen. Nee, ich denke mal, du musst vorbei, ne? Wie denn? Vorbei, links vorbei. Da geht's doch nicht vorbei. Sicher? Nee. Weiß ich nicht. Salz. So, wir haben. Ich weiß. Achso, da hoch wahrscheinlich, wa? Mhm. Wollte mich sagen, also das sah halt so aus, ja. Komm, alter Mann. Verdammt, ist das kalt. Ich sehe gerade ein Feuer gewärmt. Er fand eine Höhle voller Wölfe. Ja, er wurde zum Bären. Er fand eine Höhle voller Wölfe und wurde zum Bären. Ehrenjude. So kennt er zum Bären. Ja, klasse Film.
Der Bär, nein. Die Glorious Bastards. Ja. Bastards. Bastards. So, Tod, Spiel vorbei. Okay. Fata Morgana. Das ist Sir Drake. Wie eine Fata Morgana. Sir Francis Drake. Wer ist Sully? Oder nicht? Nee, Sully ist ein bisschen dicker. Und älter. So ein, Ja, will ich dann auch mein Abendessen? Indianer, glaube ich. Müsste das sein. Oh, geil, Wind, ey. Ja, so hundswarm. Ach nee. Konnichiwa. Kola saja toksan jitte. Wir sind in Tibet. Schiffers alle gyo. Komm unser Topper. Ach. Ja. Wo bin ich hier? In Tibet. Wie komme ich hierher? Wo bin ich hier? Kera gyurumbu lega di chay omare. Hört sich ein bisschen Spanisch an. Okay. Okay, wenn du das sagst. Kera mashi was so de chambore. Das können die nicht übersetzen. Wie lange war ich weg? Ja. Tum, tum. Trink, trink. Tum, tum. Danke. Tum, tum, habe ich verstanden. Trink rum. Die Tungus, die Tungus. Nein, 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 das reicht. Keiner Tobu, keiner Tue, Gudesha. Du musst das trinken, um dich zu erholen. Ach nee, eigentlich. Ich verstehe nicht. Was? Ja, lang, ja, lang. Steh auf, steh auf. Du sprichst tibetisch, ne? Oh ja. Danke. Ja, klar, der war zu danken. Hier, zieh das an. Ja, sure. Hier auch sure. Kann gut, Escher. Das wird dir bei der Kälte helfen. Sure. Komm. Kann ich der Kälte hier gut, Escher. Wir gehen jetzt Bären fangen. Und plötzlich ist der Schnee weg. Der Winter ist alle. Ist alle. Weg. Verdammt, wo bin ich? Sure. Wir haben die Show. In Show. Warum hat er solche Klamotten an, wenn es scheinbar Sommer ist? Ich schätze, ich soll ihm folgen. Oh, ich geh mal in das Haus rein. Hallo. Kapitel 16. Wo bin ich? Ja. Idyllisch. Wer nein, bin ich? Bin und ich? Wenn ja, habe ich viele. Hallo, mein Freund. Mo. Verstehst mich nicht, oder? Oh, ach. Ach Gott. Schatzsucher, Lehrling. Ey, das wird wieder was hier. Habe ich eigentlich eine Waffe? Nein, in Tibet. Braucht man keine Waffen. Braucht man keine Waffen. Da löst man Konflikte mit dem mit der Herzen. Zunge. Was mit der Herz? Mit dem Herzen? Versteht mich hier jemand? Mit dem Herzen? Ja, Mann. Ja. Die also. Zunge, das ist ein bisschen perverser. Oh, wie spät war das nochmal? 17 Uhr? 17 Uhr, ja. Ich habe nichts Perverses dazu beizutragen. Ich auch nicht. Weg, 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 weg. Biebe, mir nach. Aber wir gehen das in der nächsten Folge ihm nach, denn ich glaube, wir müssen Feier machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hab's noch nicht so. Ich hab's nicht so ganz drin. Deswegen könnte es eventuell zu dem ein oder anderen längeren oder kürzeren Part kommen. Berge. Aber diese Berge schauen wir uns in der nächsten Folge weiter an. 17 Uhr geht's weiter bei Let's Play Uncharted Among Thieves Part 25. Wir sind raus und sagen tschö. Tschö. Tschö.